Hallo, Adrian Maruszczyk von Public Peace hier. Viele fragen mich bei Fretless Bässen, welches Griffbrett sie nehmen sollen. Und heute wollen wir mal anschauen, wie Ebony und wie ostindisches Palisander klingen. Wir haben zwei gleiche Instrumente, die sind exakt gleich gebaut. Dieselben Hölzer für die Bodies, für die Hälse, dieselben Lackierungen, dieselben Pickups, dieselben Elektroniken, sogar die Saiten sind gleich. Nur die Griffbretter sind anders. Hier ist ein Ebony-Griffbrett und auf dem roten ist ein ostindisches Palisander-Griffbrett. Als erstes nehmen wir den ostindischen Palisander. Der ist weicher und macht etwas runderen Ton, etwas weicheren Ton. Wir gucken, ob das auch so ist. Das andere Instrument hat ein Ebony-Griffbrett. Ebony ist etwas härter, glasiger, hat mehr Obertöne. Ich hoffe, das hilft euch bei der Entscheidung für das Griffbrett.